Zum dritten Bundeskongress Heimat grüße ich Sie herzlich aus Nordrhein-Westfalen. Unter normalen Umständen hätte ich Sie sehr gerne persönlich begrüßt. So ein Kongress lebt schließlich von Begegnungen und dem persönlichen Austausch. Seien es die Diskussionen im Plenum, das Gespräch am Rande oder nach getaner Arbeit in geselliger Runde am Abend. Aber wir leben immer noch nicht unter normalen Umständen. Seit mehr als einem Jahr stellt die Corona-Pandemie unser Land und seine Menschen vor bisher nie dagewesene Herausforderungen. Und sie hat uns zugleich allen deutlich vor Augen geführt, Zusammenhalt und Verbundenheit machen uns stark. In den Städten und auf dem Land spürt man gerade jetzt, Heimat verbindet. Heimat bedeutet Wurzeln haben. Heimat steht für das, was bleibt in einer Welt, die sich so schnell verändert und in der sich mancher mehr denn je nach Halt und Orientierung sehnt. Deshalb bleibt wichtig, das stärken, was Menschen wichtig ist und sie verbindet, ihre Heimat. Der Erfolg des Programms Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen gibt uns recht. Das Land Nordrhein-Westfalen hat seit August 2018 mehr als 3.500 Förderanträge bewilligt. Allein im Jahr 2020 wurden rund 40 Millionen Euro für Projekte vor Ort zur Verfügung gestellt. Daraus haben engagierte Frauen und Männer, vor allem in den Heimatverbänden, Großartiges gemacht. Und dafür danke ich Ihnen mit großem Respekt. Viele Projekte, die gefördert werden, setzen auf die Kraft der Baukultur. Altes bewahren, Neues schaffen und so Heimat prägen. Das leisten Menschen aber auch Gebäude, die den Ort schmücken und die ebenfalls nachhaltig sind und den Anforderungen von heute und morgen gerecht werden. Und zugleich stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen. Ich denke da an den Klimawandel, an neue Mobilitätslösungen, an mehr bezahlbaren Wohnraum und daran, wie wir das Leben auf dem Land weiter attraktiv gestalten können. Die Vielfältigkeit der Landschaften, der Gemeinde, Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen bietet dafür viele Chancen und Möglichkeiten. Unsere Heimat zu erhalten und für die Zukunft zu gestalten, das bleibt unser gemeinsames Ziel. All jenen, die mit ihrem Engagement und Einsatz dabei helfen, danke ich von ganzem Herzen und Ihnen allen wünsche ich einen fruchtbaren Austausch und persönlich alles Gute.